kurz vor acht. Das ist doch viel zu spät, was hab ich nur gemacht? Was hab ich da getan? Mein Wecker stellen letzte Nacht. Stimmt, gestern hatte ich später, daran hab ich nicht gedacht. So ne Scheiße, jetzt wird's unentspannt. Wieso hab ich den Fehler gestern Abend nicht erkannt? Doch keine Zeit für Fragen, jetzt heißt es handeln. Dusche, Zähne putzen, anziehen und ein Maß mit Mandeln. Von der Bude normal, für mehr war keine Zeit. Ich komm eh schon zu spät, doch ich brauch noch ne Sprite und Zigaretten natürlich. Die Zeit muss sein, doch da kommt auch schon die Bahn. Und ich steck die Ziggis ein, rein in die Bahn. Und erstmal frühstücken, dann die Lage peilen, auf den Stundenplan gucken. Was hab ich in der ersten Mathe? Oh shit, ne Doppelstunde und dazu noch bei Frau Schmidt. Oh shit, Frau Schmidt. Oh Mann, Frau Schmidt. Oh shit, Frau Schmidt. Frau Schmidt. 10 nach 9, ich steh vor meiner Klasse. Die Stunde hat schon angefangen, oh Mann, wie ich das hasse. Ich geh rein und seh Frau Schmidt und die sagt, oh wie schön, dass du auch noch kommst. Ich möchte mal deine Hausaufgaben sehen. Auch das noch, die Hausaufgaben habe ich nicht. Sie sagt, glaubst du wirklich, dass mein Sohn noch eine 4 kriegt? Doch damit nicht genug, sie redet weiter und wird lauter. Doch an mir kann das nicht liegen, das ist Frust aufgestauter. Sie fühlt sich provoziert, weil mir egal ist, was sie sagt. Nur weil ich keinen Bock auf Mathe hab, fühlt sie sich angemacht. Dabei ist sie 45, ich bin gerade mal 17. Wie kann sie sowas mitnehmen, da müsste sie doch drüber stehen. Warum schreit sie mich so an, haben sie einen Komplex? Alles, was ich dann auch höre, ist raus und sechs. Dazu gibt sie mir noch einen Brief für meine Eltern mit und sagt mit Unterschrift zurück, ich sag vielen Dank, Frau Schmidt. Oh shit, vielen Dank, Frau Schmidt. So ein Scheißtag, zum Glück ist heute ne Feier. Echt, kaum bin ich zu Hause, geh mir die Eltern auf die Eier. Ich lerne so viel Scheiß, den ich nie wieder brauch. Doch wenn ich das nicht tu, dann steh ich am Schlauch. Denn da krieg ich Noten, die bewirken, dass ich wiederhole. Und meine Lehrer kriegen dafür auch noch Kohle. Doch egal, wir haben gleich 10, ich wollte doch auf die Party gehen. Die Schule vergessen und trinken und schöne Frauen sehen. 3 Stunden später, ich bin total besoffen. Doch die Party ist nicht so der Bringer. Und ich kann nur hoffen, dass ich mich nicht blamier, wenn ich mit dieser Frau nach Hause gehe. Denn auch sie ist nicht der Bringer, soweit ich das noch seh. Ich lieg bei ihr im Bett. Boah, war das ein Ritt. Ich frag sie, wie sie heißt. Sie heißt Bianca Schmidt. Dieser Name, was für ein Zufall ist das Schicksal? Das ist mir jetzt egal, denn Fräulein Schmidt ist im Bett optimal. Sie will noch mehr, ich spür die Hand in meinem Schritt. Wir dürfen nicht so laut, so meine Mutter kriegt das mit. Kaum hat sie das gesagt, kriegt die Zimmertür einen Tritt. Rein kommt ihre Mutter, oh mein Gott, es ist Frau Schmidt. Oh shit. Frau Schmidt. Oh oh, da macht man's mit bei Frau Schmidt. Oh shit. Kein Problem, ich geh schon. Könnt ich vielleicht meine Sachen, meine Zigaretten vielleicht? Oh shit. Nicht so schlimm auch, nicht noch die Sachen aus dem Fenster. Oh shit. Naja, morgen zur ersten,